Eine weitere Woche neigt sich ihrem Ende zu und so ist es wieder an der Zeit, auf die Zahlenwerte zur Corona-Pandemie in Deutschland zu blicken. Und die sind wie üblich tagesaktuell, also von diesem Sonntag. Schauen wir zunächst einmal auf die Gesamtentwicklung. Also, was ist denn jetzt die Zahl der Infektionsfälle bis dato in Deutschland? Die beträgt jetzt an diesem Sonntag 215.891 Fälle. Das sind natürlich nur die nachgewiesenen Infektionsfälle, das sei der Vollständigkeit halber gesagt. Und der Anstieg, den wir in den letzten Wochen beobachtet haben, der hat sich in dieser Woche fortgesetzt und noch weiter intensiviert, denn es sind 5.998 Infektionsfälle hinzugekommen. Und das ist der größte Anstieg seit Mitte Mai. Das werden wir uns gleich auch nochmal auf einer Grafik anschauen können. Ansonsten gilt zu sagen, dass wir an drei Tagen hintereinander jetzt auch mal wieder eine Fallzahl, also eine Neuinfektionszahl von über 1.000 hatten. Das war am Donnerstag, das war am Freitag und das war am Samstag der Fall. Und dass die Fallzahlen nach oben gegangen sind, dass das Infektionsgeschehen generell eben größer geworden ist, das kann man auch noch an einem anderen Wert ablesen, nämlich hier an diesem Sonntagswert. Denn üblicherweise fallen ja die Neuinfektionszahlen zum Sonntag hin. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder beobachten können. Zum Beispiel hier am letzten Sonntag betrug der Anstieg gerade mal, was sind das, 240. Und das war dann ein deutlich geringerer Wert als an den Tagen zuvor. Das ist auch in dieser Woche der Fall, aber der Anstieg beträgt eben nicht diese mickrigen, verhältnismäßig mickrigen 240, sondern 555. Und damit also im Vergleich zum letzten Sonntag ist der Anstieg zu diesem Sonntag von Samstag auf Sonntag mehr als doppelt so groß. Aber wie gesagt, das Infektionsgeschehen hat zugenommen und man kann das an verschiedenen Grafiken aufzeigen. Zum Beispiel auch hier, wenn man die 7-Tage-Neuinfektionszahl betrachtet. Da summiert man einfach zu jedem Tag die Werte der letzten 7 Tage. Und da kommen wir ja jetzt für diesen Sonntag auf 5.998. Und wenn wir schauen, wann war es das letzte Mal etwa gleich groß, dann sehen wir eben Mitte Mai als diesen Zeitraum. Den hatte ich ja eben schon genannt, etwa Mitte Mai waren die 7-Tage-Neuinfektionszahlen ähnlich groß. Und das letzte Mal drüber war es eben am 15. Mai mit, was könnten das sein, rund 6.100, 6.150. Aber wir sehen auch, der jüngste Trend seit Mitte Juli zeigt doch ganz klar nach oben. Und die Frage ist, wie es hier weitergehen wird. Klar, da stellen wir uns ja jede Woche, aber es sieht momentan so aus, als würde diese Kurve weiter nach oben steigen in den nächsten Tagen und womöglich Wochen. Wir schauen auch mal wieder auf die aktiven Erkrankungen, das heißt, wie viele Menschen sind denn gerade aktuell aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 9.895 zu diesem Sonntag hin und diese Zahl berechnet sich, indem man die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle nimmt und davon die geschätzt Genesenen und die Todesfälle abzieht. Und wir sehen auch hier einen deutlichen Anstieg seit einiger Zeit und im Laufe der Woche ist die Zahl um 2043 angestiegen. Das ist auch ein ziemlich großer Anstieg und der größte, den wir hier seit dem Zeitraum vom 17. Mai betrachten können. Da gab es ja auch Phasen, da ist die Zahl der aktiven Erkrankten deutlich nach unten gegangen, aber was wir hier auch eben sehen können, ist in den letzten Wochen, das hatte ich ja schon gesagt, ist die Zahl der aktiven Erkrankten doch deutlich nach oben gegangen. Also auch ein weiterer schlechter Indikator, was das Infektionsgeschehen betrifft, denn der zeigt ja hier an, die aktiven Erkrankten zeigen hier an, dass das Infektionsgeschehen größer geworden ist. Und man kann auch hier wieder mal den Gesamtverlauf seit Ende März anschauen mit den aktiven Erkrankungen. Und da sehen wir, diese rund 10.000, die wir jetzt haben, sind in etwa auf dem Niveau, das wir so ja, gegen Ende Mai hatten. Aber wir sehen auch hier wieder den Anstieg. Allerdings, klar, die aktuelle Zahl von 10.000 ist natürlich deutlich unterhalb des Wertes, den wir in der Hochphase Anfang April hatten. So, schauen wir jetzt wieder auf die 7-Tage-Inzidenz. Da sind die Werte wie üblicherweise vom Samstag, also vom gestrigen Samstag. Und da haben wir das folgende Bild. Da hat sich im Laufe der letzten 7 Tage in dem einen oder anderen Bundesland doch deutlich etwas getan. Die 7-Tage-Inzidenz zur Erinnerung gibt ja an, wie viele Menschen erkrankt sind innerhalb der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet. Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin auf dem ersten Rang mit einem Wert von 12,1 und damit ist der Wert, den wir hier sehen, wieder zweistellig und vor allen Dingen ist er auch deutlich angestiegen im Vergleich zum letzten Video, also zum Samstag davor. Da betrug der Wert nämlich nur 9,3.
Massiv angestiegen ist er in Hamburg. Der hat sich nämlich mehr als verdoppelt von 4,9 auf 10,0. Deswegen ist Hamburg jetzt auch mittlerweile auf Rang 2 in diesem Ranking. Letzte Woche war es noch der 6. Rang und Berlin ist mit 9,0 auch weiterhin vorne mit dabei. Von 7,7 ging es hoch auf 9,0. Auch noch relativ hoch oder sehr hoch ist der Wert in Hessen mit 8,3. Da ist er auch weiter angestiegen von 5,7 in der letzten Woche. Es gibt allerdings tatsächlich auch Bundesländer, da ist der Wert im Laufe der Woche gesunken. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein von 4,7 auf 4,2. In Baden-Württemberg von 3,3 auf 3,1 oder auch in Sachsen-Anhalt, dem aktuellen Spitzenreiter, von 1,7 auf 1,4. Und dann gibt es ein Bundesland, das da sehr bedeutend hervorzuheben ist, nämlich die Hansestadt Bremen, deren Wert von 5,7 auf 2,8 gesunken ist. Allerdings, der generelle Trend zeigt in den meisten Bundesländern nach oben und es gibt jetzt kein Bundesland mehr, das mit 0, irgendwas dasteht. Eine negative Entwicklung hat im Übrigen auch jetzt Mecklenburg-Vorpommern wieder hingelegt. Von 1,5 ist der Wert auf 3,8 angestiegen und damit ist jetzt Mecklenburg-Vorpommern nur noch auf dem 9. Rang in diesem Ranking. Und Mecklenburg-Vorpommern, das wisst ihr vielleicht noch aus den Videos von vor ein paar Wochen, war ja lange Zeit das Bundesland mit dem niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert, sogar einmal mit 0,0. Die besten Werte befinden sich aber weiterhin in Ostdeutschland. Es hat sich ein bisschen was an der Reihenfolge verändert. Beim letzten Video war es so, dass Thüringen auf dem 14., Brandenburg auf dem 15. und Sachsen auf dem 16. Rang lag, also Sachsen am besten war. Und jetzt ist das ein bisschen anders. Thüringen ist aus den Top 3 rausgeflogen und wir haben jetzt Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt als Bundesländer mit den besten Werten. Und Sachsen-Anhalt ist diese Woche Spitze. Schauen wir auf die Todesfälle, die sind auch weiter angestiegen und zwar um 55 auf 9.196. Der Anstieg der Todesfälle hat zugenommen, ist allerdings weiterhin noch im zweistelligen Bereich. Also da ist zwar ein Anstieg auch erkennbar jetzt zu dieser Woche, aber da ist es ein bisschen schwieriger abzuschätzen, ob das jetzt langfristig ein Anstieg der Todeszahlen bedeuten wird oder nicht. In den letzten Wochen lagen ja die Werte noch unterhalb von 55, aber so massiv. Viel mehr sind natürlich die 55 auch noch nicht. Klar, verglichen mit 23 ist es mehr als doppelt so viel, aber es ist immer noch ein zweistelliger Wert. Also da warten wir mal ab, bevor wir hier eine Prognose oder einen Trend wirklich beobachten können. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt und ich wünsche euch wie üblich einen schönen Sonntag und sage ciao, ciao und tschüss.